Ja, ist schon in Ordnung. Verdammt, das trifft mich. Es trifft mich. Kann ich mir eine Feuerblume holen? Ist das möglich? Verdammt. Oh, das war dumm. Das war dumm, der ist ja auch wieder da. Huh, das war dumm. Jo, servus Leute zum weiteren Part von Mario Maker. Wir sind immer noch bei den Leveln von Bastianio. Eis, Hölle, Hülle, Hülle, wie auch immer, versus Feuer. 11,83%ige Abschlussrate. Ich bin gespannt. Das Thumbnail sieht hochinteressant aus. Erinnert mich ein bisschen an so einen Ameisenbau. Wenn man so einen Querschnitt durch einen Ameisenbau macht. So in etwa sieht's aus. Ich bin gespannt. Eis, Höhle, Hölle, wie auch immer, versus Feuer. Vom Bastianio. New Super Mario Bros. U Style. Und schon werde ich hier getroffen. Und da kommen die Preußen. Und da oben ist eine Tür. Mit einem Schlüssel. Nur von der Seite nicht hin. Und schon beißt mir der Hothead in die Füße. Ist ja nett. Nochmal das Ganze. Da müssen wir hier auf dem... Ah, verdammt, ich vergaß, dass die von oben kommen. Aber es ist interessant, dass die Schaden machen. Ich dachte ja, die töten einen sofort. So. Alter, überall fliegt das Zeug runter und rauf und hin und her und überhaupt. Wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Da hinten ist zumindest eine Feuerblume. Das ist ja nett. Aber in die Tür komme ich hier trotzdem nicht. Da drüben habe ich gesehen, genau hier. Ja, dafür ist die Feuerblume. So. Kriege ich jetzt einen Schlüssel? Jawohl. Jetzt muss ich vermutlich hinten in die Schlüsseltür. Oh verdammt, die sind wieder da. Ich habe es vergessen. Dass die respawnen. So. Wohin jetzt? Hier geht's nicht lang. Also nach unten. Montys. Ab in die Röhre. Noch mehr Hotheads. Noch mehr Scheiße, die von oben runterfällt. Geh weg. Ein B-Switch. Ach, die brauche ich hinten. Ich verstehe schon. Damit ich oben langkomme, wo die Blöcke sind. So. Oh, genau. So. Komm, geh rein. Geh rein in die Röhre. So. Na komm, geh auf. Genug. Jetzt wäre mal wieder ein Item nicht verkehrt. Ah, Check the Point. Mein Freund, Check the Point, auch nicht verkehrt. Die Zillein. Wo müssen wir hin? Ah, hier geht's nicht rein. Ohne Schlüssel geht's hier nicht rein. Hat den Schlüssel ein Monty? Da könnte jetzt wieder überall sein, der Schlüssel. Ah, ah. Doch, der hat ihn. Ist ja interessant. Jetzt kriegen wir einen Powerblock. Wir können hinten den Mancha killen. Mancha! Wo ist er denn? Da ist er. So. Verdammte Hotheads. Gibt's hier wenigstens noch irgendwo ein Item? Natürlich nicht. So. Kommt bestimmt wieder irgendeine Schweinerei auf mich zu. Irgendwo fällt jetzt was runter und tötet mich, oder? Oder? Komme ich da irgendwo rein? Nein. Also müssen wir in die Röhre. Genau. Check the Point und Bowser, der alte Lauser. Bloß weg hier. Der macht mir sonst den Gar aus. Nochmal. Verdammt. Verdammt, wo muss ich jetzt hin? Da rein? Schon wieder verzwickt hier. Ah, Feuerblume, Feuer. Lass mich da unten ist auch nochmal eine.
Nehme die. Und Bowser Junior, machst du da? Geh doch mal weg da. Aber wenigstens kommt immer wieder was. Feuerblumen. So. Verdammter Bowser Junior. Nervt mich. So, Schlüssel. Wo müssen wir hin? Ach, da oben rauf. Und? Ah ja, Schlüsseltür. Läuft doch. Müssen wir jetzt da durch oder nicht? Hier kommt Bowser, der alte Lause. Hoppala, das war dumm. Da wollte ich nicht rein. Uah. Kommst du da runter? Kann ich dich dann abballern? Ohne dass mir was passiert? Ist das möglich? Komm mal runter. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Verdammt, das trifft mich. Kann ich mir eine Feuerblume holen? Ist das möglich? Verdammt. Oh, das war dumm. Der ist ja auch wieder da. Huh, das war dumm. Soweit habe ich nicht gedacht, dass der ja auch wieder da ist. Na gut. Hier war, glaube ich, ein Item drin. So. In die Röhre. Machen wir das Ganze eben nochmal. So, die Frage, müssen wir den großen Bowser überhaupt killen oder nicht? Vielleicht kann ich ja einfach nur durchrennen. Naja, ist schon in Ordnung. Naja, bla bla. So. Komm raus. Naja. Komm runter, ich will dich killen. Was macht denn jetzt da oben hier? Jetzt. So. Komm, in die Clownskutsche, jawohl. Und ab dafür. So, das Ganze nochmal. Verdammt. Da müssen wir Bowser gar nicht killen. Ah, hier geht's nicht rein. Kommt da was raus? Feuerblume. Ja, vielleicht müssen wir ihn doch killen. Komm mal runter, Bowser. Komm runter. Feigling, komm runter. Komm runter, jawohl. So, jetzt kriegt er die volle Salbe ab. Wenn er sich jetzt sowieso gleich selber tötet. War's das? Ist er tot? Jawohl, er ist tot. Schlüssel. Das heißt, wir brauchen eine Schlüsseltür. Und die ist wo? Da ist eine normale Tür. Da oben ist die Schlüsseltür. Hier. Ah ja. Ah, jetzt ja. Und das Ziel. Ein Traum. Ja, war lustig, das Level. War interessant, auch trotz Eisscheiß. Da habe ich ja immer so meine Problemchen mit. Trotzdem fand ich das Level spaßig. Hat mir gefallen, und wenn es geladen hat. Dauert heute schon wieder so ewig. Bekommst du einen Stern. So. Oh, weit weg vom Weltrekord. Fast das Doppelte an der Zeit hat der Doschen gebraucht. Ja, so ist es halt. Gucken wir uns das nächste Level an. Na komm. So, das nächste Level nennt sich... Wer hat da den Weltrekord eigentlich? Aha, sieht aus wie Bastianio selbst. Nur in hell. Bowsers Schloss und sein Aquarium. Das hört sich hier interessant an. Wie viel haben wir eigentlich noch? 2, 3, 4. Oh, was Neues. Die zwei Türme. Eine Anspielung an Herr der Ringe. Werden wir noch rausfinden. Bowsers Schloss und sein Aquarium mit 10,98%iger Abschlussrate. Ich bin gespannt. Bowsers Schloss und sein Aquarium von Bastianio, vermutlich mit Wasserabschnitt. Super Mario World Style ist schon mal geil. Verdammt.
Wird jetzt missgebaut? Sieht so aus, oder? Was muss man da tun? Ich hab's verkackt, vermutlich. Da muss ich groß sein. So. Groß haben wir gesagt. Groß, groß, groß. So. Der springt jetzt weg. Und wir kriegen Yoshi. Der entzündet hier die Bombe. Okay. Kann ich den Schlüssel? Ah, ich kann den Schlüssel so nehmen. Ist ja auch geil. So. Feuerblume will ich haben. So. Nehmen wir hier mal Feuer mit. Komm schon. Oh, Trixie. Ah, das hier ist schon entzündet. Warum denn bitte? Okay. Wird gern genommen. Ups. Oh, das war sogar richtig. Habe ich den jetzt entzündet oder war der auch schon aktiv? Keine Ahnung. Ach, Moment. Ich will was probieren. Ja, ich dachte es mir. Ich dachte es mir, aber was bringt es? Was bringt es genau? Dann geht der Cooper jetzt darüber und tut was? Springen? Verdammt, Yoshi, bleib da. Bleib da. Was bringt es? Was bringt es? Habe ich jetzt verkackt? Verstehe ich nicht ganz, was das bringen soll. Normalen Yoshi. Schon wieder verwirrend hier alles und ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Fress mal die mal. So. Moment. Ja, ich dachte es mir. Dafür sind die Trampoline da. Uah. Brauche ich mein... Ah, da ist der P-Switch. Und ab durch die P-Switch-Tür. Und nu... Oh, check the point. A Traum. So, und nu müssen wir da oben rauf. Ich komme mit Yoshi da rauf, oder? Das ist ja mal wieder gemein. Nein, ich komme mit Yoshi da drauf. Also muss ich Yoshi da lassen. Na gut. Oh, verdammt, ein Thromp. Den habe ich jetzt... Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. So. P-Switch bringt mir genau was. Der sprengt mir das da oben auf. Da komme ich zum Yoshi ran. Mit dem Yoshi könnte ich dann den Schlüssel holen. Oder auch nicht. Komm, bleib da, Yoshi. Komm her. Der Boden geht weg. Der Boden geht weg. Das habe ich jetzt nicht registriert. Das ist ja mal gemein. Das ist ja mal hinterfotzig, da das so rein zu verstecken. Komme ich jetzt hier nicht mehr hoch? Ah doch, hier ist eine Ranke. Okay. Die Bombe hätte man geil aktivieren müssen. Wie aktiviere ich diese Bombe hier? Hä? Mach das nochmal. Mach nochmal, bumm. Kommt da nichts raus? Doch. Etze macht der Bumm. Komm, mach Bumm. Jawohl. So. Probieren wir das hier nochmal. Verdammt. Hör, wie soll das gehen? Da sind ein paar Blöcke dabei, die nicht verschwinden. Das ist ein kleiner, mieser Abschnitt. Halt, das geht so nicht. Also, nochmal das Ganze. So. Das hier. So. Komm. Jawohl. Und jetzt sprengen. Düm, 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 düm. So. Nochmal eine Runde. Ach, die Blöcke sind vorhanden. Das war der P-Switch, der sie verschwinden hat lassen. Ist sehr interessant.
So, und nu müssen wir was tun. In die Röhre? Ja, in die Röhre. Und hier sind wir im Aquarium. Dachte ich mir. Oh, sowas. Kann ich den auch fressen? Ja, kann ich. Ah ja, genau, wie Knochen trocken. So, oben oder unten lang? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Werden wir herausfinden? In die Röhre. Ah, schon sind wir wieder da. Schlüsseltür. Alles klar. Feuerblume gibt es wieder in den Bowser-Kampf. Ja, dachte ich mir. Aha, aha, aha. So. Komm, Yoshi, bleib da. Bleib da. Will mal abhauen, ne, Yoshi? Feigling. Komm, bleib da. Bleib da. Der Kleine tut dir nichts, der will nur spielen. So. Verdammt, Yoshi, bleib halt jetzt mal da. Alter, nervt er mich was weg. Und Bowser Junior nervt mich auch was weg. So, komm jetzt. Machen wir ihn halt nieder. Komm, Yoshi, bleib da. So. Wo ist Yoshi? Da ist Yoshi. Komm mal her. Alter. Feuerblume gibt es nur eine. Jawohl, dankeschön. So, müssen wir jetzt hier den Weg freisprengen? Nein, wir müssen da oben rauf. Jawohl, ja. Auch wieder ziemlich verwirrend, sowas. So. Aber wir könnten uns doch da hinten... Geht es? Können wir uns da einen Stern holen? Jawohl. So. Und in die Röhre. Und nu? Ach, sind wir schon am Ziel? Alles klar. Und doch, war einfacher als ich dachte. Ging ja relativ schnell. Da geht er noch ein Level. Da geht er noch eins, da geht er noch eins. Langsam haben wir sie vom Bastiano alle durch. Sehr schön. Na komm, lade. Lade, lade. Schon eine Ladehemmung. Oh, 2 Minuten länger als der Weltrekord. Das geht besser, Doschen, das geht besser. So, das nächste Level nennt sich da wie? Schauen wir mal. Achtung, Schlüssel, Fragezeichen. 2,29%ig Abschlussrate, jetzt wird schon wieder lustiger. Der André hat den Weltrekord. Gucken wir mal. Achtung, Schlüssel, Fragezeichen. Super Mario World Style. Da unten ist der Schlüssel. Da ist nochmal ein Schlüssel, da ist nochmal ein Schlüssel. Hä? Achtung, Schlüssel. Hä? 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 Nochmal ein Schlüssel? Für was sind die alle? Aha. Ist ja witzig. Ist das so ein Trolling-Level? Try and Error. Ich lach mich wieder Schäps. Brauchen wir jetzt die ganze Schlüssel oder wie sehe ich das? Bringt nichts, okay. Für was sind die Schlüssel alle? Gucken wir mal. Das war dumm. Was ist da drin? Komme ich da überhaupt rein? Nochmal ein Schlüssel. Hä, ich versteh's nicht. Und muss ich da rein? Na, das geht auch nicht. Hä, ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Das geht auch nicht. Was muss ich da tun? Was muss ich da tun? Ha.
So, jetzt fällt das runde. Wir brauchen also die... Oh, verdammt, wer rechnet mir sowas? Wir brauchen also überhaupt keinen Schlüssel, weil die ganzen Schlüsseltüren alle von Arsch sind, hätte ich bald gesagt, alle in den Tod führen. Oder wie sehe ich das? Dafür ist also der Helm. So. Da ist nochmal eine. Du bist für was? Hier geht's nicht rein. Was müssen wir machen? Kann ich die nach oben boxen? Nee. Ah, da unten ist Yoshi. Ah, jetzt war das Ganze schon der Logische hier. Komm her. Nächste Schlüssel. Oh, verdammt. Oh, jetzt brauche ich Feuer. Was habe ich da schlau gemacht? Sämtliche Hotheads gekillt. Komm, nimm mal Feuer mit hier. So. Müssen wir die Bombe aktivieren. So. Jawohl, ja. Mach Peng. So. Die Schlüssel sind so sinnlos wie im Babside-Zipfel. Wie soll das gehen? Oh, jetzt bin ich tot, oder? Wie soll ich den aktivieren können? Es sei denn, da ist irgendwo ein P-Switch. Kein Plan. Oh, kann ich den nach oben schmeißen? Ah, das geht auch. Okay. Ja, sowas muss man wissen. Ah, jetzt brauche ich hier wieder Feuer. Jetzt brauchen wir hier wieder Feuer. So. Feuer. Aktivieren wir mal wieder die Bombe. Komm schon, mach schon hin. So, nehmen wir mal das Ding da mit oder auch nicht. Geil gemacht, Dosten. Geil gemacht. So, jetzt haben wir hier irgendwo einen Panzer, haben wir natürlich keinen. Haben wir keinen, also muss ich ihn doch noch holen. Muss ich ihn doch holen? Kommt da noch einer raus? Kommt noch mal einer raus? So. Gucken wir mal, ob wir den so raufschmeißen können, wie ich mit... Hoppala, unten ist... Unten müssen wir hin. Wie ich mir das denke. Ja, funktioniert. Funktioniert. Muss ich da rein? Hä? Ich will aber eine kleine rein. Och, komm schon. Komm schon. Das muss zu schaffen sein. Jetzt. Trotzdem hast du mir mal die Feuerblume gekostet. Check the point. So, jetzt gucken wir mal weiter hier. Jetzt gucken wir mal weiter hier, was es hier verlangt. Hotheads. Aha. Wo muss ich hin? Da rein? Jawohl, da rein. Ja, ist ein bisschen verwirrend mal wieder. Aber das sind ja alle Level von Bastianio. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich doch wieder da. Und schon haben wir wieder sowas hier. Verdammt. Oh, das war dumm. Das war dumm. Haben wir eingesperrt. Das war dumm, die dumm. Gott sei Dank war da ein Checkpoint. Wo war jetzt das? Oh Mann. Wo war jetzt das? Verdammt. Hier oben irgendwo. Genau, hier waren wir. Ups. So. Galumba.
Ah, das ist dumm. Jetzt weiß ich, warum man die Schlüssel nicht einsammeln darf. So ein Level hat, glaube ich, Tom Tendo schon mal irgendwo gezockt. Das Prinzip kenne ich. Allerdings war das ein bisschen offensichtlicher, was man tun muss. Hier musste man erst raten. So, mal rauf jetzt da. Rauf, rauf, rauf. So. Genau. Kann ich da jetzt gleich den Pilz? Komme ich da jetzt noch? Wasch. So. Und jetzt muss ich darauf. Ups. Nee, Schlüssel wollen wir nicht. Schlüssel wollen wir keinen. Ich nehme auch keine Dingsen mit. Aha. Erst vom Grundding her ist es geil, das Level. Ist mal ein komplett anderes Prinzip. Gefällt mir, jetzt brauchen wir hier bloß noch was zum Schmeißen. Kommt da was raus? Nö. Aber wir können rein. Wo muss ich hin? Wo bin ich jetzt? Ach, das ist aus dem einen Super Mario Spiel, Super Mario World, glaube ich. Genau, wo angeblich Leben drin sind, aber da sind mit Sicherheit Schlüssel drin. Einmal im Kreis gelaufen. Ich brauche einen Koopa Panzer oder sowas. Oder einen Galumba. Schlüssel. Ja, und schon habe ich einen Schlüssel. Hier ist nichts. Jetzt können wir mal rumgucken, ob hier irgendwo... Hier wäre ein Panzer. Also der mittlere. Merken. Der mittlere. Ja, geht nicht. Geht nicht, bin ich tot. Muss ich mir merken, der mittlere ist es. Beziehungsweise das mittlere war, glaube ich, ein Leben. Komm, noch mal einer. So. So. Gehen wir da nochmal rauf. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, dann darüber. Ich habe alles verloren. Was ist denn das für Scheiß? Wieso hat mir jetzt der Galumba alles weggenommen? Wie geht denn das? So. Thromp. Thromp, thromp, thromp. So. Nein, dieser Scheiß Galumba. So, hier kriegen wir nochmal einen Helm. Da hinten kriegen wir einen Pilzilein. Und dann nehme ich nochmal den Helm mit. So. Auf ein neues. Auf ein neues. Hier waren wir daheim. Jawohl, ja. Check the point, das ist hier nicht bald einmal Schluss. Nein, habe ich mir den Schlüssel genommen. Habe ich jetzt wieder verkackt, oder? Ja, geht nicht. Und schon bin ich tot. Okay, okay, Gott sei Dank war da Check the point. Gott sei Dank. Ach, da oben ist ein Helm. Nehmen wir. So. Und Bowser, der alte Lauser, ist natürlich auch dabei. So. Da unten wäre eine Feuerblume. Ah, die brauchen wir nicht. Da hinten gibt es nochmal eine, sehe ich gerade. So. Müssen wir Bowser bekämpfen? Nein, müssen wir nicht. Kommt da noch mal eine raus, bevor ich sterbe? Hallo? Verdammt. Drüber. Jawohl. Und tschüss. Und tschüss, Bowser. Alter Lauser. Sollen wir kurz umswitchen? Wie schaut's denn aus mit der Zeit? Ja, passt noch.
passt noch. Doch war hochinteressantes Level. War sehr gut. War gut durchdacht. War mal was anderes. Hat mir gefallen. Wird gesternt. Wird gesternt und beendet. So. Jetzt dürfte man dann bald alle haben. Ich glaube, 3 Stück sind es jetzt noch, ne? 3 Stück sind es noch von Bastianio. Wenn er nicht in der Zwischenzeit neue baut. Nein, 2 sind es noch. Wenn er nicht in der Zwischenzeit neue baut, dann ist der nächste Part der letzte Part mit Bastianios Leveln. Und dann widmen wir uns den eingesendeten Leveln wieder. Wieder mal. Ja, ich komme schon total ins Hintertreffen. Ich muss unbedingt die eingesendeten Level zocken. Sonst geben mir hier das Papier zur Neige, wo ich die Level-IDs aufschreibe. Blöckeweise habe ich hier die Nummern stehen. Ich habe schon ganz schlechtes Gewissen. Einige warten jetzt schon ewig. Tja, tut mir leid. Ich tue mein Bestes, Leute, Wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag Servusle. Bis zum nächsten Mal. Euer Dosten.